Hi Leute, ja, ich wollte einfach mal so im Vorwege einmal zeigen, was so die letzte Zeit zusammengekommen ist und dass ich im Grunde genommen kaum noch Platz habe. Deswegen bin ich auch gerade dabei, das alles ein bisschen zu erweitern. Habe wieder ein bisschen Platz freigeräumt. Und ja, das wird aber noch einen Augenblick dauern, aber ich bin dran, sage ich mal so. Und das ist noch nicht alles. Auf der anderen Seite geht es weiter. Wartet mal eben einen Augenblick. Ja, das ist jetzt mein 3D-Drucker. Hier steht noch zwei Sets einfach daneben. Dann habe ich hier schon mal das erste Regal. Dann kommt hier noch mal was. Da habe ich auch noch ein bisschen Platz. Dann schwenken wir weiter. Dann habe ich hier so einen Bereich, wo die ganzen Autos stehen. Einige kann man gar nicht sehen, weil die hinstehen. Da will ich mal sehen, dass ich von denen irgendwie Beleuchtung mache vielleicht. Und dann schwenken wir nochmal runter. Hier unten steht auch noch ein Haus drin. Ja, das ist mein YouTube-Platz hier. Und hier liegt schon das nächste Set. Banbau. Ja. Genau. Also, das wollte ich einmal kurz zeigen vorweg. So, und dann können wir jetzt auch mit dem Set starten, was ihr gerade schon hier liegen gesehen habt. Ich habe das eben nochmal richtig hingestellt. Eine Sache nochmal, ich habe zwar bestell vieles, was ich gerne mag. Wenn jemand von euch ein bestimmtes Set sehen will, kann er das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich da was möglich machen, dass ich das dann auch mal vorstelle. Ich kann es aber nicht versprechen. Also, wenn das irgendwas ist, was mir selbst persönlich überhaupt nicht gefällt, dann werde ich das, glaube ich, auch erstmal nicht bauen. Also, aber schreibt gerne unten rein. Und dann gucke ich mir das mal gerne an. Also das würde ich mich darüber freuen über Rückmeldung. So toll, wie ihr immer Kommentare schreibt. So viel. Und das macht einfach Spaß, muss ich sagen. Ja, aber jetzt kommen wir zum Banbau-Set. Fire aus der Fire-Serie. Das ist ein Feuerrettungshubschrauber, wie auch immer, mit 100, nee, 272 Teilen. Die Nummer ist 8315 und hat drei Minifiguren drin. Irgendwie sehen die Minifiguren aus wie bei dem anders aus als bei dem anderen beim Bauset. War beim Bau nicht auch der Jeep? Jetzt muss ich gerade überlegen. Weil das waren noch diese Figuren mit dem, mit den ohne Beine. Vielleicht habe ich auch welchen altes Set gehabt und das hier ist ein neues. Ja, ich muss gleich mal gucken, ob das ein Banbau-Set war. Obwohl, das kann ich ganz schnell sehen. Einen Moment. So, ich muss mal eben einfach eine Figur holen. Ja. Wenn ich mir das hier so angucke, ne, das sind ja diese Figuren vom Jeep, die am hinten beim Bau draufstehen. Die sehen doch komplett anders aus wie auf dem Foto. Da bin ich ja mal gespannt, ob die auf dem Foto fake sind und die drinnen genauso aussehen wie diese hier. Oder hat beim Bau wirklich verschiedene Figuren im Einsatz? Wenn das jemand weiß, kann er gerne mal unterschreiben. Würde mich mal interessieren. Okay, dann würde ich jetzt einmal sagen, gucken wir uns den Karton weiter an. Haben wir hier noch was? Build more, build cool, build your dream. Dann haben wir hier so ein paar Fotos. Hier kann man etwas abseilen, hier aus dem Cockpit raus. Und der hilft der Frau. Hier gibt es noch Massen von anderen Sachen. Mal sehen, wie die Qualität ist. Ob sich das lohnt, die ganzen anderen Feuersachen für euch zu bestellen. Wenn der Hubschrauber gut ist, dann wäre das eine Überlegung wert. Gut, dann wollen wir mal aufmachen und reingucken, was drin ist. So und so. Ja, da haben wir es wieder. Das war's. Ja. Großer Karton. Gar nicht mal so viel drin. Eine Tüte. Zwei. Da sind aber irgendwie noch mal kleine Tüten drin. Sehe ich gerade noch eine Tüte. Wir haben hier die Aufbauanleitung mit 11 Seiten und 21 Bauschritten. Also kein Hochglanz, sondern eher so ja, dünnes Papier. Aber groß gezeichnet, wenn man das sieht. Das alte ist ausgegraut, das neue farbig lackiert. Hier haben wir Aufkleber. Gar nicht mal so wenig. Was ist das hier noch? Irgendwie ein Werbeblatt. Ja gut, das sind nochmal die ganzen Polizeisets und die Feuerwehrsets. Und hier hinten haben wir die Farm. Und wir haben hier anscheinend Züge und Flugzeuge und sowas.
Sieht nicht uninteressant aus. Müssen wir mal gucken, wie die Qualität ist. So, das hier ist irgendwie die Setnummer nochmal 83 1502 oder war das? Nee. Das Set hatte die Nummer 8315 und das ist jetzt 02, Version 2 oder was bedeutet das? Das ist die Trage. Ist die ergänzt worden in der neuen Version? Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat ja irgendjemand die Version 1 und kann sagen, dass das Ding neu ist. Ich weiß es nicht. Dann würde ich jetzt einmal die Steine verteilen, schon mal so die ersten Sachen vielleicht zusammenbauen, die ersten zwei Sachen und dann melde ich mich gleich wieder. So, die Beine haben wirklich, die Figuren haben wirklich Beine gekriegt. So, ich möchte einmal mit euch eine zusammenbauen, weil das ist immer noch anders als bei Lego. Also die Beine hier waren auch einzeln, die muss man da raufschieben, das kennt man wie bei Lego. Die sind ein bisschen runder geformt hier vorne, haben hinten sind sie offen, aber ob das jetzt reicht, um einen Unterschied zu machen, da hat man jetzt hier so ein Nupsi und hier so ein Loch drin. Und das muss man mit ordentlich Schmackes, das ist alles mit ordentlich Schmackes hier, einmal draufdrücken. So. Dann kann man den auch verdrehen, hier den Rumpf. Dann müssen wir im Grunde genommen wieder die Arme, wie das war schon bei dem Jeep so, bei den Figuren ohne Beine, hier reinschieben. So. Ah, das ist mir der andere wieder rausgefallen, weil die halten nicht so lange, wie die arretiert sind. Das geht dann mit diesem Teil, dass man von oben reinschiebt und dann ja, von oben reinschiebt. So, das geht auch, glaube ich, nie wieder raus. Okay. Dann kommt hier der Kopf rüber. Der hat jetzt hier oben den Nupsi. Dann kommt der Helm drauf und der hält dann den Kopf mit fest. Dann müssen noch die Hände rein, die gehen auch ziemlich schwer rein. Ich mache das meistens so, dass ich die im Grunde runterdrücke auf die Platte ganz gerade, damit nichts abbricht. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. So. Und dann haben wir hier die drei Figuren. Was sind das für Leute? Da haben wir ja einmal hier den Piloten. Der ist komplett rot. Oh. Ich glaube, die Weste ist falsch rum. Ich nehme mal den Helm ab und den Kopf und drehe mal die Weste um. Also darunter ist er komplett unbedruckt, alles in Rot. Und dann können wir jetzt hier wieder den Kopf drauf machen. Und wenn ihr mal guckt, ja, es geht noch gerade so. Die Augen gucken gerade rüber. Er hat hier dann so einen Helm auf mit Gasmaske oder mit Sauerstoffversorgung und eben eine Schwimmweste an. Dann haben wir hier den Feuerwehrmann oder ja, Rettungssanitäter wird es wohl nicht sein, es wird von Feuerwehrmann sein, auch vom Helm her. Und die Zivilistin, die dann gerettet wird, die sieht dann so aus. Geht eigentlich, die Gesichtsdrucke sind nicht ganz so gut jetzt wie bei anderen Herstellern teilweise, aber die Figuren sind schon einiges besser wie die ohne Beine. Ja, wenn ich jetzt nochmal ihn daneben stelle, mit dem riesen Knubbelkopf, ist das irgendwie, vielleicht ist das auch gewollt von denen, dass das ein eigenes Set ist und die haben diese Figuren, dass das so gewünscht ist. Das weiß man natürlich nicht. Aber ob das jetzt reicht, ich glaube, die sind doch die Lego zu ähnlich. Könnte natürlich auch sein, dass das ältere Set ist oder es gibt einfach beide. Ich habe keine Ahnung. Okay, das wollte ich euch einmal zeigen und dann legen wir jetzt los mit dem Set selbst. So, Amy ist wieder zu uns gekommen. Einmal hier die Steine habe ich verteilt und ich habe bis Schritt 4 gearbeitet. Den Schritt 4 gucken wir uns jetzt einmal an. Ich mache das noch ein bisschen höher. Da haben wir erstmal hier oben angefangen und dann haben wir hier eine Umkehr eingebaut, eine Bausteinumkehr mit, haben wir, mit solchen Teilen hier, dass wir das von unten dann ranbauen können. Und dann sieht das jetzt so aus in Schritt 4. Klemmkraft ist teilweise nicht so gut wie bei anderen Herstellern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind manchmal schon ziemlich lose, die Bausteine. Muss dann gucken, also hier diese hier zum Beispiel, die gehen recht einfach ab, wie ihr seht hier. Da brauche ich nur so ein bisschen glatt rütteln, schon sind sie ab. Also der auch nur einmal dran ziehen, ab. Also da ist die Klemmkraft nicht so gut gegeben. Und das ist auch unterschiedlich. Also ich habe hier diese Bausteine, das sind diese Umkehrer, das waren drei Stück hier unter
Und ich habe dann den genommen, der die beste Klemmkraft hat. Der andere hatten gar keine. Also die Noppen sind anscheinend auch noch unterschiedlich groß teilweise. Also nicht ganz so gute Qualität. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Schritt 8 ist erreicht. Wir haben jetzt schon mal die Räder unten reingepackt. Die haben ein Glück genug Kernkraft. So, das haben wir dann hier alles aufgebaut. Also die Seite hier jetzt komplett hochgebaut. Die Klemmkraft ist immer so lala. Einige Teile nicht, andere wieder gut. Also sehr unterschiedlich. Ich hoffe, das wird zum Schluss fest. Aber guck mal, wenn ich hier reindrücke. Das kann ich so einfach so, weil das hängt alles noch nur an einer Noppe hier größtenteils. Und das soll ja ein Spielset sein. Also das sollte schon dann stabiler werden mit der Zeit. Und das hatte ich ja schon beim Jeep gezeigt. Die Steine sind alle höher, ne? Also die Platten sind dicker. Dies hier ist so ein Stein, die sind alle höher. Wenn einem da mal ein Teil fehlt im Set, dann hat man natürlich keinen Ersatz, weil die Steine alle höher sind. Aber gut. Das muss man natürlich bedenken. Sets sind nicht teuer. Aber das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ja, okay, weiter geht's. Schritt 11 ist fertig. Was ich eben mal mit diesem Locker zeigen wollte, also ich denke mal, das wird alles noch überbaut und dann fest. Aber zum Beispiel diese Spitze hier, die ist einfach lose. Die hängt nur an diesem einen Ding da dran, mehr nicht. Oder hier hinten, das hier, die ganze Seite, die ist auch immer noch lose auf beiden Seiten. Also, na, also gut, hier ist sie jetzt ein bisschen fester geworden, aber auch dieses Mittelteil, wenn man hier drauf drückt, na, dann bricht das einfach raus, weil na, ist lose. Also es hängt nur eigentlich nur so von unten dran. Und ich hoffe, dass das irgendwie noch verstärkt wird. Ansonsten wäre es natürlich spielzeitmäßig, da drückt ein Kind einmal drauf, dann ist das einmal ab. Okay, weiter geht's. Schritt 15 ist geschafft. Jetzt haben wir hier vorne die Scheibe angebracht, dadurch ist die Spitze jetzt fest. Das hier hinten ist ja, noch einmal nicht hundertprozentig fest, aber schon fester. Wir haben hier alles zugebaut, so schön mit einer Rundung. Und dies hier ist aufklappbar. Ja, da kann dann die Rettung draus erfolgen. So sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal weiter. Hi Leute, und er ist fertig. Also so sieht er jetzt aus. Eigentlich so ganz schick. Hier hinten haben wir, hier haben wir die Rotoren. So von unten. Hier die aufklappbare Tür. Von der anderen Seite. So ganz in Ordnung. Die Aufkleber habe ich jetzt noch nicht draufgeklebt, weil ich jetzt keine Lust, sagen wir es mal so. Das Problem ist, ich krieg den Piloten nicht mehr rein. Na, also durch diese kleine Lücke passt er nicht rein. Also weder in den Kopf noch so, keine Chance. Aber hier ist auch nichts zum Aufklappen. Also wenn ich das hier aufmachen wollen würde, um ihn reinzukriegen auf seinen Stuhl, dann müsste ich das alles wieder auseinanderbauen. Das ist völlig bekloppt. Weil jetzt ist es nämlich stabil. Vorhin konnte ich die Spitze abnehmen. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Also, das ist schon wie beim Jeep. Da kriegte man die Figuren auch nicht rein. Da waren die Figuren zu groß für den Jeep. Und hier ist der Eingang zu gering. Das muss doch nun ehrlich nicht sein. Ansonsten haben wir hier diese Trage. Die kann hier unten rangeklemmt werden. Und dann kann er damit rumfliegen. Das ist ganz lustig. Ne? Also der Spielspaß ist schon da. Nur, ups. Ein Kind, jetzt ist die Noppe, die eine fester. So. Aber das Kind möchte ja auch gerne den Piloten da reinkriegen. Und das geht nicht. Dann haben wir hier noch, wenn wir die beiden wieder abnehmen. So. Haben wir hier noch so einen Mehlsack oder was weiß ich, was das ist, den man auch transportieren kann. Ne, so Last, finde ich auch ganz witzig. Die Leiter, ich habe keine Ahnung, wo die hinkommt. Hier ran? Ne.
Also taucht in der Anleitung nicht auf. Das Werkzeug taucht in der Anleitung auch nicht auf. Wir haben hier einen Schraubenschlüssel, so eine Axt. So eine Spitzhacke oder sowas. Eine Säge, hier ist die Axt und noch eine Zange und ein Schraubenzieher oder Schraubendreher. Und wir haben so viele Teile übrig hier. Ja, und da eben die drei Figuren. Also das Set ist ja gar nicht so schlecht, sag ich mal so. Aber ich finde es echt schade, dass der Pilot nicht reingeht. Also da empfehle ich euch, wenn ihr das Ding euch holt, seht irgendwie zu, dass ihr hier irgendwie ein Scharnier einbaut, dass man das aufklappen kann. Da muss man dann selbstständig tätig werden, so wie es hier auch aufklappbar ist. Hätte man das hier doch auch so machen können. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ansonsten ist der doch eigentlich soweit in Ordnung. Also finde ich, hat Räder, kann fahren. Hier diese Trage, dieses Transportding, was man unten setzen kann. Die Trage passt übrigens nicht hier rein. Ne? Also von der Breite her ja. Ne? Auf eine Höhe, aber nicht von der Länge. Könnte er so rumfliegen damit. Gut, das wollen wir jetzt mal gar nicht so gemängeln. Das ist das Banbau-Set der Rettungshubschrauber oder Feuerwehrhubschrauber. Oder, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War, glaube ich, wieder ein bisschen länger, weil ich auch die Einführung hier gemacht habe. Und ja, würde mich über einen Daumen hoch freuen, über Kommentare von euch, vor allen Dingen wegen am Anfang. Schreibt was drunter, würde mich echt freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Link, wenn ich ihn irgendwo finde, packe ich euch unten rein. Okay. Tschüss.